Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stoneblock Folge Nummer 2 bei mir auf dem Kanal. Und wie ihr seht, bin ich in einem ziemlich langen Gang und habe ja nach verschiedenen Biomen gesucht und bin jetzt hier auf ein, Moment, das müsste ich gleich aktualisieren, Forest Hills gestoßen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob vielleicht dieses Biom besser ist für mich wie dieses Extreme Hills, beziehungsweise wenn ich jetzt hier weiter zurückgehe. Bin ich hier in einem Plain-Bio. Ich denke, ich werde mich hier in diesem Bereich werde ich mich ausbreiten. Das heißt hier, Plains, hier fängt ungefähr das Forest Hills an. Und jetzt gehen wir einmal zurück. Ich habe schon mal probiert, über Home zurückzukommen, weil wir sind hier knapp 120 Blöcke von der Base weg. Schön gebuddelt. Vorteil war gewesen natürlich, dass ich mir jetzt gut Cobblestone generieren konnte und da können wir dann direkt weitermachen, wo wir dann letzte Folge aufgehört haben. Hab zwar gesagt, dass ich was so von der Smelterie schon mal anfange, aber letztendlich bin ich doch noch nicht dazu gekommen, was aber nicht weiter schlimm ist. Können wir halt gemeinsam machen. Was habe ich noch getan? Ich habe mir hier noch so einen kleinen Schacht gebaut, damit wir besser unsere Cobblestones, so Gravel etc. verarbeiten können. Hab noch ein paar Öfen gemacht, damit ich mir Charcoal machen kann, um halt natürlich auch Torches dran zu kommen. Damit ich, ups, falsche Taste, damit ich hier dann praktisch durchbuddeln kann. Und schauen wir mal, ob wir uns dann unsere Base zukünftig hier drüben aufbauen. Ist die Frage, ob wir es jetzt direkt machen oder zwischen, ne, das machen wir in der nächsten Folge. So, jetzt geht's weiter. Ich habe vergessen noch, letzte Folge habe ich noch eine Lutschers gemacht, die machen wir uns gemeinsam auf. Naja. Hätten wir uns sparen können. Wobei Lithium ist eigentlich nicht schlecht, das werden wir dann irgendwann mal brauchen. Habe ein bisschen aufgeräumt. Wie ihr seht, habe ein bisschen Cobblestone mir jetzt dadurch geformt, dass ich den Gang ja gebuddelt habe. Und wie ihr seht, ich habe Oak Leaves. Ja, wie ist der Moff an Oak Leaves dran gekommen? Ganz einfach. Moment, das brauche ich nicht. Ich habe mir Scheren gemacht. Ja, eine Schere. Wooden Shear. Habe ich jetzt einen Baum da? Ne, natürlich nicht. Dann dancen wir mal. Einmal mit der Schere dran, fupp, und schon bekommen wir Leaves. Diese Leaves sind halt wirklich gut, damit wir uns da auch Wasser generieren können. Beziehungsweise jetzt haben wir ja zwei Stück. Letztendlich werden wir die jetzt nicht brauchen mehr. Nicht mehr brauchen. Ne, ich heb mal es mal auf, weil die können wir auch durchsieben, soweit ich das weiß. Das heißt, die machen wir uns da rein. Die brauchen wir jetzt vorübergehend nicht. Die Sticks können wir uns da rein tun. Und was wir uns dann noch craften, sind ein paar Hämmer, beziehungsweise ich mache mir noch zwei Crafting Table. Zack, zweimal. Und Cobblestone habe ich. Mache mir noch ein paar Sticks, das sollte vorerst ausreichen. Und dann gehen wir einfach hin und setzen die mal dahin, genau. Zum einen für Stonehammer zu machen. Genau, das passt. Warum möchte ich das machen? Aus dem einfachen Grund, ich möchte mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir machen uns gleich die Compressed-Variante. Compressed-Variante hat wirklich den Vorteil, das geht doch einiges schneller. Das heißt, wir kompressen einmal das Cobblestone. Und dann brauchen wir nämlich auch den Gang nicht so weit. Da haben wir jetzt wie viel? 21. Oh, da geht schon einiges drauf. Sehr gut. Unsere Wand brauchen wir. Und dann platzieren wir das einfach mal. Wobei 21, da brauchen wir ja nicht so viel. Zack, zack, das geht ja dann relativ schnell. Fupp. Einmal mit dem Compressed Cobblestone. Compressed Cobblestone. Mit dem Compressed Stone Hammer. Und schon haben wir unser Gravel. Ja, richtig gut. Kommt, ich baue mal auch gerade ab. Die brauchen wir jetzt nicht. Holz brauchen wir ja, ist schon richtig gut. So, das heißt, du kommst rein und das gleiche machen wir jetzt praktisch noch mit Gravel. Das heißt, einmal voll, einmal Compressed Gravel. Dann geht das richtig ratzfatz. Wobei ich aufpassen muss, ich brauche ja noch Gravel für meine Smeltery. 42 reicht das? Reicht. Ich denke, das reicht. So, und dann nehmen wir einmal die Wand nochmal. Und fopp, und schon mit Hammer Dirt. Das gleiche machen wir dann auch mit Dirt. Das heißt, einmal Dirt rein, einmal Compressed Variante
Und dann holen wir uns noch ein bisschen Sand. Wobei wir brauchen auch. Wir brauchen auch das noch. Das heißt, ich muss es doch noch weiter verarbeiten. Naja, egal. So, Sand haben wir auch. Das heißt, die Sandvariante machen wir uns nochmal da rein. Das ist die Frage, mache ich mir 64 Gravel auch? Nee. So, einmal den Sand rein und dann haben wir uns direkt den Dust. Jawohl. Ah, Moment, ich habe ja meine Wand. Nehmen wir die Wand, dann geht's schneller. Und einmal Dust. Und das ist wirklich der Vorteil. Ach, jetzt. Wasserglück habe ich die Leaves nicht weggeworfen. Ich wollte mir eigentlich eine unendliche Wasserquelle machen. Das heißt, wir machen da nochmal Wasser rein. Komm, nehmen da nochmal den Dust. Und machen da nochmal rein. Und dann machen wir die Leaves weg. Und ihr seht, meine Hungerkeule ist leer. Das heißt, wir haben noch die Variante unserer Äpfel. Die braten wir einmal durch. Es geht relativ schnell. Und dann bekommen wir was Gutes zum Essen. Ich habe zwar noch hier die Epic Bacon. Das heißt, es gibt 1, 2, 3, 4,5 Hungerkeulen plus 11 Sättigung. Und jetzt schauen wir uns mal an, was so ein Apfel hat. Ein Apfel hat 4 Hungerkeulen und 2, 4, 6 Sättigung. Eigentlich ganz nice, oder? So. Nochmal ein Apfel. Zack. Und dann können wir uns noch was Normales nehmen. Das sind 1,5. Lang ganz genau. Damit wir voll werden. Richtig gut. So. XP haben wir auch mittlerweile. Wasser brauchen wir noch. Das heißt, wir machen uns auch noch eine Wasserquelle dann. Und können uns aber jetzt in der Zwischenzeit schon mal das Kraut. Das Kraut herstellen. Wie viel machen wir da? Mehr geht nicht. Genau. Weil ich habe ja nur. Komm, die machen wir auch da rein. Ich brauche ja noch ein bisschen Clay. Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass dieses Wasser wieder. Ja, genau. So, machen wir uns hier gerade eine Wasserquelle dann hin. Und das heißt, wir brauchen aber, um das zu machen, brauchen wir Bucket. Und Bucket bedeutet, wir brauchen Iron. Und Iron bedeutet, wir machen bei unserem Quest weiter. Zum einen sind wir ja da in der Geschichte dran, wobei das dauert ja ein bisschen, bis ich hier dann die Bricks zusammen habe. Jetzt gehen wir an den Sieb dran. Das heißt, wir craften uns mal ein Sieb. Oder craften uns so viel Siebe, wie es geht, weil wir können ja das Ganze ausweiten. Ich möchte mir insgesamt machen eine 5x5 Fläche, das heißt 25, das heißt ich brauche 30 Sticks, 60 Planks und 25 Moff. Ja, wenn du dir 25 machen willst, brauchst du 50, brauchst du 100, brauchst du 25. So, und so viel Zeug haben wir nicht da, weil wir schon alles aufgebraucht haben, wobei das langt. Nicht ganz. Das heißt, wir dancen einmal und holen uns noch ein bisschen mehr. Bitte, bitte wachse, Bäume. Wir haben hier auch die Möglichkeit, einen Modpack Bonsai-Pot uns zu machen. Bonsai-Pot brauchen wir aber das Thema Hopper erstmal. Und dafür brauchen wir dann auch Iron. Bricks, kein Problem. Bekommen wir ja, wenn wir im Furnace dann einfach Clay durchbraten. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen Holz bekommen, damit wir da schön dann weitermachen können. So, dann lassen wir einmal das Ganze nochmal schön wachsen, damit wir noch ein paar Leaves bekommen und würde dann sagen, dass wir uns dann noch ein paar Strings machen, weil weiß nicht, ob die ausreichen werden. Aber das werden wir gleich mal sehen. So, wir brauchen Sticks habe ich noch. Wir brauchen aber noch. Die sollten auch ausreichen. Und wir brauchen Planks. Kriegen wir die auch so hin? Nein. Das heißt, die können wir so machen. Fupp, fupp. Die sollten eigentlich ausreichen. 25 brauchen wir da. So, das reicht. Das reicht alles. Wunderbar. Und somit können wir uns 7 machen. Was fehlt? Bup, 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 bup. Okay. Die Oak Planks fehlen uns. So, reicht es jetzt? Jetzt reicht es immer noch nicht. 5.
Das heißt immerhin 24. Heißt, einmal erstmal claimen, in der Hoffnung, dass was Episches drin ist. Ja, Energy Upgrade, Speed Upgrade, das ist so ein Thema, das werden wir irgendwann, wenn wir das schon gebrauchen. Machen wir da rein einmal und wir haben das Actual Edition Manual bekommen. Auch nicht schlecht. So, ich brauche noch ein bisschen Wood. Möchte mir insgesamt 25 machen. Ist halt die Frage, kann ich überhaupt... Moment, macht er nicht. Schade, dass er das nicht macht. Einmal so, so und so. Und somit haben wir 25. Ist die Frage, wo wir die uns hinstellen. Machen wir uns erstmal noch ein paar Meshes. Das heißt, du kommst rein, raus, du kommst rein. Wie viel kriegen wir da zusammen? Zack, 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 zack. Naja, immerhin 12. Das ist doch schon mal was, oder? Das ist doch schon mal ein Anfang. Somit haben wir die Silk Meshes back. Und was haben wir bekommen? Schauen wir mal rein. Jawohl, Wutenstein. Naja, gut. Besser als nichts, oder? Ein geschenkter Gaul guckt man ins Maul, heißt es bei uns. Oh, wir brauchen Iron, beziehungsweise Iron oder ich mache mir Clay. Och, ich mache mir ein Clay Bucket. Zack, 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 zack. Das heißt, du kommst einmal da rein. In der Zwischenzeit können wir das ja ein bisschen durchbrennen lassen. Die Leaves rein, damit wir weiterhin Wasser produzieren für unsere unendliche Wasserquelle. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt, Moment. Das machen wir anders. Kann ich eigentlich hier einen Homepunkt setzen? Ja. Kann ich mir da hinten auch einen Homepunkt setzen? Ja, ist das Cheaten? Weiß ich nicht. Teleportieren, denke ich, ist nicht Cheaten. Jetzt am Anfang vielleicht, aber wir kommen Mitte des Spiels. Denke ich, werden wir die eine oder andere Möglichkeit haben, um uns... selbst irgendwo hin zu teleportieren. So, da wir hier die Base aufbauen, würde ich auch hier in den Bereich die Siebe reintun. Das dauert jetzt ein bisschen. Müssen wir da ein bisschen Platz machen. Werkzeugtechnisch, gucken wir mal, was wir da demnächst uns dann auch machen können. Da werden wir das eine oder andere doch uns kraften können. Tinkers. Dafür brauchen wir aber erstmal ein bisschen Material. Wir müssen 777 und das wird so ein Thema sein, was ich jetzt dann machen werde, zwischen der und der nächsten Folge, mir einiges zusammen zu ersieben. Ex Nihilo, wie gesagt, ist der Mod. Ja, dafür haben wir jetzt halt ja die Siebe gekraftet mit den ganzen Meshs. Dafür gibt es ja unterschiedliche Meshs. Wir haben insgesamt, das muss ich selbst überlegen, danach kommt das Flint Mesh, das Iron Mesh und das Dia Mesh. Und je nachdem, welches Mesh wir reintun, sind halt entsprechend die Eigenschaften, was das Sieben betrifft. So, jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen Platz da, damit wir die Siebe darunter bekommen. So, pupp. 1, 2, 3, 4, 5. Machen einmal die Siebe rein. Du da, du da, du da, da, da. Machen uns die nächste Reihe. Ich denke, das ist ganz gut. 5 Stück. Das ist, glaube ich, auch das Maximale, was man da machen kann. Man kann auch die Compressed-Variante nehmen, aber Compressed-Variante sind nur 9 Siebe, soweit ich weiß. Wenn, machen wir schon richtig. Zack. Bedeutet, haben wir eigentlich Gravel? Nein, wir haben kein Gravel. Wir können uns aber erstmal auch keine... Kann ich hier eigentlich auch einen Homepunkt setzen? Machen wir uns erstmal da Licht. Wo ist die Mitte? 1, 2. Das hier müsste die Mitte sein. Das heißt, hier ist die Mitte. Machen wir uns da gerade eine Fackel rein, oder? Somit sollte hier nichts passieren. Und wenn ich das hier... Kann ich hier Set Home 1 machen? Wir testen es einfach mal, oder? Ja, geht. Das heißt, wir teleportieren uns. Einmal dahin. Ich denke, das ist doch besser, wie wenn wir da jetzt halt den ganzen Weg immer da hin und her laufen. Habe ich schon geclaimed? Ja, habe ich geclaimed? Habe ich schon geöffnet? Ja, ich habe auch schon geöffnet. Dann holen wir uns mal gar nichts, sondern wir tun jetzt erstmal
ein paar Bäume infizieren, damit wir noch ein paar Meshes bekommen. Und dann tun wir da hinten uns Cobblestone. Das reicht noch nicht. Dann tun wir uns da hinten Cobblestone zu Gravel machen und tun mal unsere erste Sache mal durchsieben. Mit dem Hintergrund, dass ich vielleicht genügend Iron bekomme, damit ich mir ein Bucket machen kann. Für den Bucket brauche ich insgesamt 3 Iron und ein Iron brauche ich dann dieses Ore-Chunk. Brauche ich insgesamt 4 Piece Ore. Das heißt, da brauchen wir ein bisschen was. So, das heißt, dich tun wir mal infizieren. In der Zeit haben wir uns Cobblestone durch, damit wir ein bisschen was an Gravel bekommen. Ach komm, machen wir dich auch noch gerade mit. So, einmal Gravel. Wo ist meine Stonewand? Ach komm, bis ich jetzt halt die Wand benutzt habe, habe ich es auch selbst gemacht. So, der Gravel reicht. Und dann gehen wir einfach auf Home 1. Fupp, ei wunderbar. So, einmal hier rein, 7. Da bekommen wir einiges zusammen, wie ihr seht. Können wir uns auch gleich mal die Rezepte anschauen, beziehungsweise können wir ja gerade machen. Was bekommen wir aus Gravel raus? Wenn wir Gravel in einem String Mesh durchhauen, bekommen wir so die Standarddinge Iron, Copper, Tin, Aluminium, Lead und Osmium. Fehlt natürlich jetzt das Thema Gold, aber das bekommt man dann durch andere Mesh, beziehungsweise auch durch Dust. Kohle, Flint kommt noch dazu. Flint Mesh genauso. Wenn wir dann ein Iron Mesh bekommen, kommt kein Flint raus. Da bekommen wir dann zusätzlich Lapis, Diamant und Emerald. Auch nicht schlecht. Und bei Diamant kommt noch dieses Grains of Infinity. Ganz gut, wegen der Ender-IO-Geschichte. So, das war's zu dem Thema Gravel. Okay, dann ziehen wir mal weiter durch. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal an, wenn wir hier durchgesiebt haben, was da so alles zusammengekommen ist. Was ich gar nicht gemacht habe, ich habe mir gar nicht geclaimt da hinten. Das heißt, die haben sich infiziert. Bin ich doch noch nah genug dran. Aber das können wir gerade mal machen. Ne, das machen wir nicht, weil wir wandern ja da hinten aus. Lass mal noch ein bisschen wachsen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir so bekommen haben. Heißt, du kommst weg. Wir haben insgesamt bekommen 8 Copper, 35 Iron. Passt wunderbar. Dafür bekommen wir 8 Chunks. Oh, hier haben wir schon Seedbricks. Die 8. Hier haben wir schon Seedbricks. 16 reicht aber nicht aus. Wir jagen jetzt erstmal das Iron durch. Ist vorübergehend. Komm, das machen wir mal alles da rein. Ist vorübergehend ja mal die Geschichte, dass wir das auch verdoppeln können. Aber wir bekommen demnächst so viel Stuff, dass wir da nicht an die Verdopplung dran denken müssen. Wir wollen ja das alles automatisieren irgendwann mal. Und auch dann so nach und nach auch im Questbook vorankommen. So. Das heißt, wir haben unser Bucket. Ein Bucket bedeutet, wir können uns eine unendliche Wasserquelle machen. Unendliche Wasserquelle bedeutet, wir können uns hier immer wieder Wasser reintun und können jetzt dann praktisch somit unser Clay machen. Das heißt, einmal Clay raus, einmal Wasser rein. Zack, zack. Das geht dann richtig schnell. Zack. So, machen wir noch eine Fuhre. Und dann stellen wir uns das nächste Seed Bricks her. Haben wir noch genug Zeug da? Jawohl, haben wir noch. Das heißt nicht Seed Bricks, sondern erstmal Kraut. Schauen wir mal, was wir da zusammenbekommen. Ja, das reicht. Das heißt, du kommst einmal da rein. Da können wir mal da 16 rein. Da 16. Und komm, da unten machen wir direkt 32 rein. Das sollte vorerst erstmal ausreichen. Wir machen uns noch eine Chest. Oder wir machen uns mehr Chests. Wobei ich habe da unten 2 Stück, die reichen vorerst mal. Gehen wir dann unseren anderen Homepunkt und platzieren hier unsere Chest hin, weil wir hier zukünftig sieben werden. Oh. Kein Hammer dabei, ist aber nicht schlimm. Machen wir uns ein paar Pebbles. Zack. Einmal die Chest hin und da machen wir nämlich alles, was wir so ersiebt haben, mal rein.
Kohle ist gut, können wir uns direkt zu Charcoal machen. Flint ist gut, weil da gibt es auch was ganz Interessantes und zwar von Tinkers. EFLN nennt sich das, glaube ich, ja. Tinkers Konstrukt. Gunpowder und Flint, da können wir uns dann so ein FLN machen und wenn man das gegen die Wand schmeißt, das produziert Riesenlöcher. Richtig geil. Aber vielleicht habe ich auch noch andere Variante, damit wir hier einen riesengroßen Raum bekommen. Ich sag nur Thema RF-Tools. Ist ein ganz interessantes Thema. Schauen wir uns dann demnächst mal an. Die Strings lassen wir mal da. Die brauchen wir. Dann gehen wir wieder zurück. Schauen wir mal, wie weit der Baum ist. Wunderbar. Können wir uns dann alles mal wegtun. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen was an Strings zusammenbekommen haben. Was wir jetzt machen können eigentlich noch, das fällt mir gerade ein. Wir haben ja jetzt genügend. Nein, aber nicht. Wir haben nur 5. Doch, 5 reicht. Wir können uns einen Bonsai-Hop machen und können uns auch. Ja, genau. Das machen wir. Wir brauchen Clay. Das habe ich noch. Da machen wir uns gerade mal ein bisschen Clay. Da machen wir uns nämlich gerade ein paar Bricks. Dann machen wir uns nämlich gerade einen Bonsai-Pot. So, das sollte eigentlich ausreichen, Clay. Crafting-Feld soll ich einen kleinen bekommen. Jawohl, passt. Komm, dann holen wir dich mal raus, machen dich mal rein. Weil wir brauchen Bricks. Bricks, damit wir uns einen Bonsai-Pot machen können. Dich machen wir da unten rein. So. Seed Bricks, ja, da haben wir ein bisschen was zusammenbekommen. Das reicht aber noch nicht ganz aus, denke ich. Strings. Wie viel kriegen wir jetzt nochmal zusammen? Ich glaube, 12 hatten wir schon. 17 haben wir jetzt. Das heißt, uns fehlen immer noch 8 Stück. Brauchen wir noch ein bisschen was an Leaves? Das heißt, wir machen uns. Machen wir die gerade mal weg. Machen uns dann gerade einfach ein. Du warst ein Schlaumeier. Kann man den String eigentlich wieder auflösen, denn die Mesh? Ne, wo kriege ich String her? String bekomme ich. Dop, natürlich nicht. Dafür brauche ich nämlich 3 Strings. Eieiei, Moff, da hast du jetzt gepennt. Ist auch nicht schlimm. Wir lernen ja noch dazu. Das heißt, wir müssen noch mal einmal infizieren. Sprich, einmal dich raus. Infizieren noch mal, damit wir noch Strings bekommen. Das sollte ausreichen. Räumen in der Zeit bis hier auf. Machen dann mal alles rein. Die Pebbles machen wir mal weg. Die brauche ich nicht. Und ich sehe schon wieder, die Folge ist ja schon wieder vorbei. Das heißt, wir machen uns gerade noch den Bonsai-Pot fertig. Das heißt, die Bricks sollten ausreichen hier unten. Das passt, das passt. Das passt. Und machen uns ein paar Chests. Zack, zack. Wunderbar, passt. Machen uns einen Hopper. Und dann machen wir uns den Bonsai-Pot. Gucken wir mal, wie der geht. Ah, dafür brauche ich Dirt. Und Dirt haben wir aktuell nicht. Ist aber kein Problem. Kriegen wir ruckzuck zusammen. Ein Dirt reicht. Komm, machen wir uns gerade beide kaputt. Kein Hammer. Kein Problem. Holen wir uns hier gerade ein. Zack. Und somit haben wir Dirt. Da haben wir die Kiste. Dann machen wir uns 5 Bricks. Ein Dirt rein. Somit haben wir den Bonsai-Pot mit dem Hopper zusammen. Und schon haben wir einen hoppigen Bonsai-Pot. Haben die Kiste. Die stellen wir uns erstmal dahin. Einmal den Pot drauf. Ihr seid infiziert. Das passt. Dann gibt mir ein paar Strings. Und dann craften wir uns mal nämlich ein Stringbaum. Ja, Spider-Web-Sapling nennt er sich. Okay. Einmal da rein. Wie ihr seht, oben im GUI, da wächst jetzt ein schöner Baum raus, ein Spider-Web-Sapling. Und schauen wir uns gerade nochmal an, was der so alles spawnt. Also wir bekommen Holz, richtig gut, das heißt so nebenbei Produkt, Sticks, wunderbar. Wir bekommen Strings, wir bekommen Leaves und wir bekommen natürlich die Saplinge. Alles Dinge, die man vielleicht zukünftig weiterverarbeiten kann, schauen wir mal. Ansonsten, es gibt ja die Trashcan, was mit brauche, fort in den Mülleimer. Fertig. Ja, und schon wieder haben wir ein String.
So, da haben wir wieder zusammen zwei Stück. Das heißt, das Thema haben wir auch. Haben wir eine Quest eigentlich erfüllt? Ich glaube, wir haben eine Quest erfüllt und zwar den Bucket. Claimen wir einmal. Ansonsten haben wir nichts. Gut, in Vorbereitung der nächsten Folge. Wie weit seid ihr? Und da haben wir ein bisschen was bekommen. Werde ich jetzt in Vorbereitung zur nächsten Folge, werde ich mir da hinten in der neuen Base, werde ich die ganzen Sachen, die ich jetzt hier stehen habe, das alles hier, werde ich jetzt einpacken, darüber wandern und da drüben meine Base so nach und nach aufbauen, damit wir da uns dann vorwärts kommen. Damit wir da besser vorwärts kommen. Jetzt bin ich gerade überlegen. Smeltery. Jeder weiß doch eigentlich, wie das Smeltery geht. Heißt, Smeltery ist auch so ein Thema, was ich offline dann aufbauen werde in der neuen Base. Das heißt, wir brauchen ja nur diese Casting Tail Beside Trains und passiert Bricks und baue ich dann die Smeltery auf. Was wir dann an Loot Chest oder was wir bekommen, ja, Loot Chest machen wir gemeinsam natürlich auf. Und dann haben wir noch das Thema in Vorbereitung eine Mob-Farm. Wir wollen uns auch eine schöne Mob-Farm machen. Weil Mob-Farm brauchen wir, damit wir besser uns Lava produzieren können, weil wir da Bone Meal brauchen. Aber bis dahin muss der Morph euch erstmal den Rücken zeigen. Nee, er dreht sich um. Bis dahin muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen was ein oder andere hier abbauen, damit ich umziehen kann, was vorbereiten für die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge in der neuen Base, in einem neuen Biom, wo wir dann richtig was Schönes, Gutes aufbauen werden. Folge beendet. Wenn sie dir Spaß gemacht hat, lass doch einfach einen Daumen da. Anregungen, Kritik immer wieder in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, der Morph, der zockt Minecraft. Egal welches Modpacks, ob es der Stoneblock ist, ob es demnächst vielleicht Pyramide Reborn ist. Mal gucken. Lasst euch einfach überraschen und wie gesagt, aktiviert die Glocke, wenn ihr sie noch nicht aktiviert habt, damit ihr immer wieder Informationen bekommt. Hier, der Morph hat ein Video hochgeladen. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns. Bye, bye.